gibt es Glück und Unglück, Freude und Leid. Wir haben gelernt, mit dieser Spannung zu leben. Mal gelingt es mehr, mal gelingt es weniger. Auch heute stehen wir vor der Wahl, wie wir leben wollen. Wollen wir vor lauter Kummer den Kopf in den Sand stecken oder wollen wir den Tag in die Hand nehmen? Wir können manche Traurigkeit nicht verhindern, aber wir können verhindern, dass wir Trauerklöße werden. Aus der Kapelle des Hospitals zum Heiligen Geist kommen heute gute Worte und Musik, auch mit der Hoffnung, dass sie bei Ihnen ankommen. Die Geschichte dieser Kapelle ist eng mit Elisabeth von Thüringen verbunden. Und die soll einmal gesagt haben, wir müssen die Menschen froh machen. Mit dieser Einstellung ist sie auf die Menschen zugegangen, mit dieser inneren Freude, die aus dem Herzen kommt. Und wir möchten Ihnen Lust auf diese Freude machen und Sie einladen, glücklich zu sein, trotz manchen Unglücks. Weigern wir uns doch einfach, unglücklich zu werden und geben der Freude immer wieder Raum in unserem Herzen. Mit Gottes Hilfe. Die Freude, die von Gott kommt, die sei mit dir. Auf Durststrecken und in manchem finsteren Tal, da kann uns Musik trösten, stärken. Musik kann uns auch die Freude wiederbringen. So wie das Lied, das wir hier miteinander gehört haben und es auch weiter miteinander singen. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Probieren wir es einmal miteinander aus. Singen wir noch eine Strophe zusammen und vielleicht spüren Sie ja, wie die Zuversicht mit diesem Lied wächst. Was gerade fehlt. Wenn alle Gebete nicht helfen und die Gesundheit, das Geld, das Glück oder die Freude wegbleiben, dann kann ich mich dennoch weigern, unglücklich zu werden. Klar, mit manchen müssen wir leben, so schwer das fällt. Gott geht manchmal seltsame Wege. Wir können aber weiter hoffen. Hoffen, dass wir das Schwere zu tragen lernen, dass wir dabei nicht bitter werden und dass wir uns freuen über liebe Worte, die uns erreichen. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen von einem, der wählen musste und der sich entschieden hat für die Zuversicht. Es geschieht während eines furchtbaren Sturms. Das Meer ist aufgewühlt, Wellen toben und brechen sich laut am Strand. Als das Unwetter dann langsam wieder nachlässt, läuft ein kleiner Junge am Strand entlang. Dort sucht er Seesterne. Immer wenn er einen Seestern findet, hebt er ihn aus dem Sand auf und wirft ihn zurück ins Meer. Da kommt ein großer Mann vorbei und schimpft ihn. Du dummer Junge, sagt der Mann. Was du da machst, ist doch vollkommen sinnlos. Siehst du denn nicht, dass der ganze Strand voller Seesterne ist? Die kannst du doch niemals alle ins Meer zurückwerfen. Glaub mir, was du da tust, ändert nicht das Geringste. Der kleine Junge schaut den Mann lange an. Dann geht er zum nächsten Seestern, hebt ihn vorsichtig aus dem Sand auf und wirft ihn zurück ins Meer. Dabei sagt er leise zu dem Mann, wissen Sie,
Für diesen einen Seestern ändert sich alles. Der Junge am Strand hatte die Wahl. Er hat nicht traurig weggeschaut, sondern seiner kleinen Kraft getraut. Auch wenn ich wenig oder gar keine Kraft habe, wenn die Sorgen groß, aber die Freuden klein sind, eins geht immer. Ich kann verhindern, dass es mich unglücklich macht. Glauben heißt, zuversichtlich leben, mit Gottes Hilfe. Und vielleicht möchten Sie mitbeten oder singen, wie wir es jetzt tun, bis wir uns wiedersehen, halte Gott uns alle fest in seiner Hand.